Wir haben schon mal angefangen. Die Leiste hängt schon. Wir basteln uns heute ein Aufbewahrungsutensilo, Wand, Dingelingeling, um Schlüssel hinzumachen zum Beispiel oder mal ein Bild aufzuhängen oder die Einkaufsliste oder Schnickschnack Schnuck. Das werden wir jetzt sehen, wenn es fertig ist. Es wird großartig. Genau. Und warum machen wir das? Weil wir in Berlin gemerkt haben, es liegt alles rum und das nervt. Naja, vor allem weiß man nie so genau, wo ist der Platz für den Schlüssel. Ja. Und deswegen? War ich mal beim Schweden und habe mich da kundig gemacht, was es denn so gibt, was man vielleicht missbrauchen kann. Aber ich habe was Cooles gefunden bei Aufbewahren und Ordnen. Genau. Hab das mal gekauft und jetzt machen wir es fest. Und das zeigen wir euch jetzt. Wisst ihr, beim Einkaufen gucken wir echt, dass wir so wenig Plastik wie möglich kaufen. Dann gehst du zum Schweden und Schweden hat anscheinend gerade einen Deal mit der Plastikindustrie. Wird jede einzelne Schraube, die vorher schon in großem Plastik steckt, nochmal in kleines Plastik gemacht. Also da kriege ich einen Aggress, Leute. Ich sag nur Plastik und Weltmeere und Ozeane und kleine Schildkröten und Möwen. Stimmt mit euch nicht. Ich bin da schon festgemacht. Ich bin ein Vollidiot. Die Leiste? Ja, ja. Das ist kaputt gemacht. Mal wieder. Das wäre das zum Reindrehen gewesen. Hier, das da dran machen müssen. Oh. Alter, das ist nicht mein Arsch. Aufhören für heute. Ah, nee. Das muss irgendwie fest. Dann ist es halt so. Dann haben wir halt zwei Aufkleber links und rechts drauf. Ich darum geht es doch gar nicht, Sandra. Du raffst sie damit. Das wäre das Gewinde gewesen für die Schraube. Jetzt verstehe ich's. Und da ist jetzt das Gewinde dran. Kaputt. So schnell geht's. Aufbewahrungswand. Ja. Mal sehen, ob es nervt beim Fahren, ob es kleppert, weil das nervt die Katrin immer, wenn was kleppert. Da muss man es halt während der Fahrt abdekorieren und dann wieder hinmachen. Genau. Aber auf alle Fälle wird es wahrscheinlich jede Menge Ordnung reinbringen. Genauso wie, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, übers Bett solche Gepäcknetze gemacht. Die waren sehr hilfreich schon nachts, da konnten wir die Handys reinmachen, Taschentücher, unsere Abendlektüre, das war wirklich super. Und wir haben uns jetzt auch noch für die Rückseite unserer Sitzbank solche, wie heißen das? Schnickschnack-Aufbewahrungstaschen, Rücklehnen-Dinger für 12 Euro, 10 Euro gekauft. Also wir glauben, dass diese kleinen, wie sagt man denn? Utensilos oder Stauraumerweiterungen wahrscheinlich das Leben viel leichter machen werden. Auf jeden Fall ist es für uns wichtig, dass wir wissen, wo was liegt. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man sein Leben damit verschwendet, irgendwas zu suchen. Dafür haben wir keine Zeit. Und das da hinten sieht doch auch echt gut aus. Mhm. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen, wie immer. Diesmal etwas kürzer. Es war ein kurzes, knackiges Video. Stauraumerweiterung. Bis zum nächsten Mal. Stay marvelous. Katrin und Sandra. Und abonnieren, ne? Ja. Liken und unbedingt. Kommentieren und so. Ciao. Tschüss.